Geschätzte Spender und geschätzte Spenderinnen, liebe Husky-Freunde, ich möchte Sie ganz herzlich willkommen heißen zur heutigen Kurzinformation. Mein Name ist Bruno Biesig, Sie kennen mich wahrscheinlich schon, Geschäftsführer von Contiki Reisen, und ich freue mich außerordentlich, Ihnen heute ein paar Informationen zu geben zum Abschluss der offiziellen Spendenkampagne. Über die Resonanz und die unzähligen Kommentare, die wir entgegennehmen durften, im positiven Sinn, waren schlicht und einfach überwältigend. Überwältigend sind aber auch gewesen, wir haben 497 Supporter, die sich aktiv beteiligen und unterstützen, sprich Spender und Spenderinnen. Und es ist ein Betrag von 66.772 Franken zusammengekommen. Wir haben also unser Ziel dank Ihnen können erreichen. Das freut uns wirklich sehr, und ich denke auch, gerade in dieser heutigen Zeit ist es für uns schön, die Solidarität auch von Ihnen dürfen zu spüren, weil wir merken, dass eigentlich Tier, Mensch und Umwelt nicht nur uns wichtig sind, sondern Ihnen genauso wichtig sind in unseren Destinationen. Hello, I'm Jonna. Hello, I'm Janne. We are at Syötteinen Rapalvelut Husky Farm, and we want to thank you all for your support. And we also want to thank Contiki Reisen for this project. Thank you very much. Thank you. Hallo, mein Name ist Yannick und ich bin Schlittenhundeguide im Akkaskero Sled Dog Center mitten im Pallas Ilosunteri Nationalpark. Wir möchten uns ganz herzlich im Namen unserer Hunde und im Namen der Crew für die finanzielle Unterstützung bei Contiki und allen einzelnen finanziellen Helfern bedanken, da sie es ermöglicht, nicht nur alle unserer über 100 Oldies, sondern jeden einzelnen unserer 462 Hunde mit Nahrung, Futter und ein Dach im Kopf zu versorgen. Vielen herzlichen Dank nochmal und wir freuen uns, euch bald bei Akkaskero begrüßen zu dürfen. Hello, I'm Timo from Finian Husky Farm from Northeast Finland. I live here with my 80 huskies, and I've been making long husky tours for Contiki since 93. Now we are organizing together with Contiki support a pleasant husky day for our local rehabilitation center. Vielen Dank für alles. Wir sind auf einer von der ersten husky Touren mit dem Timo gsi und immer wieder da. Hello guys, we are Riku and Sanna Setälä from Power Adventures Husky Farm. We have 58 sled dogs here in Ylläs, and this is our lifestyle, hobby, also we're doing the sled dog tours here. Yeah, we want to thank you, Contiki Reisen, for organizing this co-funding project, and of course all of you guys for all your donations. We will do a husky tour for a local hoster family here next week. So, follow us in Facebook and also in Instagram, and you will see what we're doing every day with the dogs. Cheers! Hi, we here at the Arctic Husky Farm in Pyhäluosto are extremely happy to be a part of the group funding project hosted by Contiki. We'll be offering husky safaris to local youth in order to further their social well-being and encourage outdoor activities with their families. We and our 209 husky dogs welcome you to our farm. Hallo, ich bin Caro, Mitarbeiterin der Erik Heskos Wilderness Lodge und gerade bei der Arbeit, wie ihr seht. Wir wohnen und arbeiten nördlich von Joensuu in Nordkarelien in Ostfinnland. Hiermit möchten wir uns ganz herzlich bei all jenen bedanken, die beim Contiki Crowdfunding mitgemacht sowie große und kleine Beträge für Husky Farmen gespendet haben. Im Namen unserer 126 Hunde und meiner heutigen 6 Vertreter hier vor mir ein herzliches Dankeschön dafür. Vielleicht auch bald hier in Finnland. Wie geht's weiter? Weiter geht's nun folgendermaßen, dass wir an unsere ausgewählten Partner den Betrag überweisen werden. Wir werden sie, dann unsere Partner auch auffordern, Video oder sich in irgendeiner Form erkennlich zeigen, weil interessiert uns ja schlussendlich auch, wer dann effektiv hat können so eine Husky-Tour machen und wer nicht. Darüber werden wir sie dann aber nicht mehr, oder werde ich sie nicht mehr per Video informieren, sondern da werden wir per Mail machen.
An dieser Stelle nochmal ganz herzliches Dankeschön für Ihre Solidarität, fürs Mitmachen, fürs Weitergeben. Und für uns war es ein schönes Projekt gewesen, damit wir auch spüren, unsere Kunden stehen auch hinter unseren Partnern und wir sehen da so positiv in die Zukunft und hoffen doch, nächsten Winter dann wieder können reisen ins schöne Lappland zusammen mit Hundeschlittenpartnern offen anzubieten. Das ist unser grösstes Ziel im Moment. Danke vielmals und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Gesundheit, viel Energie und ganz einen schönen Sommer.